Ich heiße Magdalena Binder oder Leni, habe in Hermannstadt das Bruckenthal-Gymnasium besucht bis zur 12. Klasse. Danach war ich in Deutschland und habe Industriedesign studiert in Halle an der Saale und bin seit Februar wieder zurück, um hier meine Zukunft aufzubauen und mich hier selbstständig zu machen als Industriedesignerin. Ich habe zwei Schwestern. Meine Mutter ist gebürtige Deutsche, ist aber vor 40 Jahren nach Hermannstadt gezogen mit meinem Vater. Eigentlich war das für uns als Kinder immer normal, dass wir doppelsprachig oder sozusagen mit dem einen Elternteil Dialekt reden und mit dem anderen eben Hochdeutsch. In der Schule habe ich dann auch Rumänisch gelernt und Englisch. Das heißt, ja, auf jeden Fall würde ich mich als mehrsprachig definieren. Also mit meinem Vater rede ich immer Sächsisch, Siebenbürgisch-Sächsisch, und mit meiner Mutter reden wir Hochdeutsch. Der Bass sehen, der Brummkniefel. Für das zweite Manual und der Weißkniefel für das erste Manual. Okay. Hier. Da wisst ihr, wer das ist. Ich würde mich definitiv als mehrsprachig definieren, zumal ich eigentlich auch finde, dass Siebenbürger Sächsisch schon ein bisschen mehr als ein Dialekt ist. Also wenn man mich nach meiner Zugehörigkeit fragt, denke ich schon, dass ich mich am ehesten als Siebenbürger Sächsin fühle und ich mich auch auf jeden Fall zu unserer Kultur hier zugehörig fühle. Allerdings ist es auch irgendwie ein Bild, was sich sehr wandelt, was nicht so statisch irgendwie festgenagelt werden kann auf ein Herkunftsland oder auf eine Sprache. Ich glaube, was eine Siebenbürger Sächsin ausmacht, ist das Kochen. Es geht sehr, sehr vieles durch den Magen und ich habe noch keine Siebenbürger Sächsin getroffen, die nicht kochen konnte. Rezepte von meiner Großmutter sind für mich typisch sächsisch. Der Hanklich oder das Brodelarv und die Suppe, die mein Vater kocht. Das sind Sachen, da fühle ich mich tatsächlich sächsisch. In diesem Moment bedeutet Heimat das Haus meiner Großeltern, was jetzt für mich ein großes Projekt ist. Ich werde das nämlich im Moment renovieren. Heimat bedeutet aber auch für mich die warme Werkstatt von meinem Vater. Also wenn ich an Hermannstadt denke und an die Geschichte von Hermannstadt, denke ich immer an das 625. Jubiläum von der Bruckenthal-Schule, also vom Bruckenthal-Gymnasium. Das war sehr beeindruckend zu realisieren, dass diese Kultur schon so alt ist und dass die Schule auch überhaupt so alt ist. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass eine Kultur flexibel sich entwickelt und nicht irgendwie festgefahren bleibt in der Vergangenheit. Es macht mich schon sehr traurig, dass sehr viele von meinen rumänischen Kollegen und Schulkollegen auswandern. Von vielen wurde ich auch als verrückt erklärt, wieder zurückzukommen und es hier zu versuchen. Aber in erster Linie sehe ich einfach eine riesengroße Chance und dass Rumänien gerade in einem Zeitalter ist der Veränderung. Und an dieser Veränderung möchte ich mich mit beteiligen. Hermannstadt ist auf jeden Fall eine multikulturelle Stadt. Die Mehrheit inzwischen sind ja Rumänen. Ich fühle mich nicht als Deutsche, ich fühle mich auch nicht als Rumänin. Ich bin tatsächlich irgendwo etwas dazwischen. Also ich habe sowohl diese Freizügigkeit von Rumänen und diese spendable und gastfreundliche Art, aber ich habe auch irgendwie den Anspruch an Fairness und Korrektheit, den vielleicht ein Deutscher eher mitbringen würde. Ich fühle mich schon manchmal einsam, weil ich oft das Gefühl habe, dass Leute sehr schnell Leute ausgrenzen, die ein wenig anders sind als sie. Auch vielleicht, wenn es nicht nur um Äußerlichkeiten geht, sondern um Mentalitätsunterschiede. Wenn man einen Schritt zurückgeht und versucht, diese hartnäckige Idee von einer kulturellen Identität ein bisschen offener zu sehen, dann hat man viel leichteren Umgang auch mit allen Leuten um sich herum. Einer von meinen Lieblingsorten in Hermannstadt ist das Freilichtmuseum. Was mich besonders da beeindruckt, sind die nicht nur rumänisch-typischen, sondern auch also die traditionellen Häuser. Da greifen alle Kulturen nochmal zusammen. Wenn man da hingeht und sich dieses tiefe Blau von diesen Häusern ansieht und das erstmal auf einen wirken lässt, das ist sehr verzaubernd. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dieses Blau wieder in die Gegenwart zu holen. Und es muss nicht unbedingt als rumänisch oder typisch rumänisch gelabelt sein, sondern es kann einfach für ein ganzes Land stehen.